Dieses Baby ist ein echter Wonneproppen und das in jeder Hinsicht. Per Kaiserschnitt wird Leander in der 37. Woche im Oktober 2020 zur Welt gebracht. Bei der Geburt wiegt er fast 7 Kilogramm, so viel wie andere Kinder mit 4 Monaten. Leander ist Deutschlands schwerstes Baby. Das sorgt im ganzen Krankenhaus für großes Aufsehen. Der Chefarzt, der mich gerade operiert hatte, der hat gesagt, was? 6.800? Und dann hat er den Rekord gebrochen. Und ja, also da waren erstmal große Aufruhr. Kamen die Schwestern auch gleich alle rein. Und das ist ja Wahnsinn. Und wir wollen sehen. Und die kann man ja schon knuddeln. Ist ja schon fertig für die Schule. Bild besucht den Rekordhalter zu Hause im brandenburgischen Senftenberg. Heute ist er fast 7 Monate alt, wiegt schon stolze 9 Kilogramm, ist gesund und munter. Mama Denise freut's, denn bei ihr wird während der Schwangerschaft Diabetes festgestellt. Ihr Blutzuckerspiegel ist ständig zu hoch. Dadurch wird das Baby im Bauch mit Zucker überversorgt, was letztendlich zu einem Wachstumsschub führt. Nach dem Kaiserschnitt musste er in den Glukosetropf. Wird dann automatisch gemacht, wenn Diabetes in der Schwangerschaft war. Bei ihm war nach 2 Tagen dann schon alles wieder gut. Also er hat auch kein Diabetes jetzt oder Spätfolgen oder irgendwas. Also ist alles super. Aufgrund der Größe passen Leander auch die Windeln für Neugeborene nicht. Die Schwestern im Krankenhaus müssen größere kaufen. Im Schnitt wiegt ein deutsches Baby bei der Geburt 3,4 Kilogramm. Diesen Wert hat Leander deutlich überboten. Ob er später deshalb gesundheitliche Probleme haben wird, können die Ärzte noch nicht einschätzen. Ein weiteres Kind will die dreifache Mama allerdings nicht mehr. Wir wünschen Leander, dem Rekordhalter als schwersten Baby Deutschlands, alles Gute für die Zukunft. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.